Ja, wie versprochen, haben wir heute die Spezialfolge, nämlich das Q&A zu allen Fragen und Rückmeldungen, die wir euch bis jetzt nicht beantwortet haben oder konnten. Genau, und bei Joshua ist, wie ihr hört, die Tonqualität ziemlich scheiße. Vielleicht auch bei mir ein bisschen schlechter. Das liegt daran, dass wir auf Entfernung das Ganze aufnehmen müssen, weil wir gerade nicht beieinander sind. Es ist in vielen Lagen eine Ausnahmesituation. Aber ziemliche Ausnahmesituationen strahlen auch die Rückmeldung, die ihr uns gegeben habt, aus dieses Mal. Unsere letzte Folge zu Primitivismus war wohl äußerst kontrovers für einige unter euch. Wenige. Für wenige Primitivisten. Damit würden wir auch dann direkt starten. Und zwar ist das eine Rückmeldung vom Zündlumpen selbst. Wir haben es bis nach ganz oben geschafft. Genau, und zwar schreibt der Zündlumpen: Halli, hallo, habe mir auf Empfehlung eure Folge zu Primitivismus reingezogen. Auch wenn ihr nur nicht primitivistische Texte rezensiert. Und stellt euch vor, auch ich musste wie ihr die ganze Zeit lachen. Ich denke nicht, dass es sich lohnt, dazu wirklich viel zu bemerken, das wisst ihr ja selbst. Aber ich dachte mir, vielleicht interessiert es euch, ja, dass es für Leute, die sich nicht an Polemiken abarbeiten wollen, sondern sich ernsthaft mit antizivilisatorischer Kritiken auseinander beschäftigen wollen, durchaus auch von uns noch viel mehr Ressourcen gibt, allen voran die Zündlumpen-Sonderausgabe 80. Nieder mit der Zivilisation. Was für ein Satz. Der ist so lang, da ist gar kein Punkt drin. Sprache abschaffen. Da habt ihr sicher ebenfalls sehr viel zu lachen, aber vielleicht regt es euch dir doch auch mal an, ein wenig tiefer darüber nachzudenken. Viel Spaß damit und ansonsten trifft man sich sicher auch mal. Also speziell bei letzterem habe ich mich echt bedroht gefühlt. Ja, also so Straßenübergriffe sind ja nicht der Stil. Wie gesagt, wir checken einfach unsere Post weiterhin, dann geht's uns gut. Viel kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Wir wollten euch damit nur zeigen, dass uns der Zündlumpen unterschwellig bedroht und Aber jetzt mal Spaß beiseite. Eine Sache, die mir aufgefallen war, war mit dem Primitivismus und antizivilisatorischen Texten, wo ja jetzt in der Rückmeldung gesagt wurde, dass wir nur nicht primitivistische Texte behandelt hätten. Bezieht der Zündlumpen sich damit auf die eigenen, nämlich das FAQ, was wir da Ja. abgearbeitet haben, dass das ja nur nicht ernst gemeint sei, und ist da vielleicht so eine Grenze zwischen primitivistisch und antizivilisatorisch, wo wir nicht genau mit Begriffen umgegangen sind? Prinzip, wie der Zündlumpen schon schreibt, wir wollen uns ja auch nicht wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen. Aber mir ist auch aufgefallen, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, das zu sagen, dass wir nicht primitivistische Texte zitiert hätten, weil das sind alles primitivistische Texte, auch wenn jetzt irgend. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche kruden Streitigkeiten. Vielleicht müssen wir es auch einfach mal auf der Straße ausdiskutieren. Wir sehen uns, Zündlumpen. Okay, bitte nicht als Aufforderung verstehen. Also ich habe echt Besseres zu tun, als mich mit irgendwie. Okay. Weiter geht's. Die nächste Rückmeldung ist nochmal zur Primitivismus-Folge und die ist tatsächlich ziemlich lang, also müsst ihr ja euch jetzt ein bisschen gedulden beim Vorlesen. Hallo, ich habe mir eure Primitivismus-Folge angehört und bin darüber ehrlich gesagt richtig wütend geworden. Als Transperson fühle ich meine Lebensrealität richtig krass marginalisiert, wenn sich zwei Typen wie ihr darüber lustig macht, dass Transsein nichts mit Hormonen zu tun habe. Wie ihr bei dem vorgelesenen Statement, dass es eine Person nicht die Bohne interessiert, wo Leute ihre Hormone herbekommen, in Lachen ausbricht und dann noch findet, dass das transfeindlich sei, ist wirklich mit die größte Farce, die ich leider immer wieder erlebe. Das passt auch gut dazu, dass ihr es an anderer Stelle belustigend zu finden scheint, dass Personen mit Behinderung Antiziv-Positionen vertreten. Tatsächlich unterstellt ihr sogar, dass der von euch gelesene Text nur von able-bodied Menschen niedergeschrieben sein worden könnte und kritisiert das, macht euch aber nicht einmal die Mühe, die im gleichen Text abgedruckte Texte wirklich zu lesen. Eine Person meint, dass sie einen ein bisschen gelesen hat und erzählt dann etwas, was einfach nicht der Punkt des Textes ist. Es ist einfach mit einem Paradebeispiel für Leute,
die sich die Marginalisierung von Personengruppen einfach für ihre eigenen Ansichten zunutze machen wollen und dabei jene Personen, diese Ansichten widersprechen, noch übler marginalisieren als jeder andere. Aber zurück zu meinem eigentlichen Punkt. Ich denke, es ist nicht unbedingt die differenzierte Auseinandersetzung mit Anti-Ziff und Trans-Problematiken, die er im Zündlumpen zitiert. Das muss sie aber auch nicht sein. Der Zündlumpen hat sich an anderer Stelle bereits sehr viel ausführlicher mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Aber das, was ihr daraus macht, ist einfach nur widerlich. Ihr ignoriert, dass antitechnologische Transpositionen entgegen einem von euch vielleicht eher wahrgenommenen Mainstream seit jeher eine Kritik daran entwickelt haben, dass medizinisch-technologische Modifikationen als Lösung für Genderproblematiken angepriesen werden. Dass im Zündlumpen auf einen solchen Diskurs, der bereits in früheren Ausgaben bearbeitet wurde, verwiesen wird, entgeht euch chauvinistischen Paternalisten völlig. Es ist vielleicht auch egal, allerdings missfällt es mir ziemlich, dass ihr euch hier anmaßt, eine Bewertung solcher Haltungen als transfeindlich und später als menschenfeindlich abzugeben, ganz so, als würdet ihr irgendwas davon verstehen. Ich jedenfalls kann auf Fürsprecher wie euch dankend verzichten, die sich anmaßen, unter anderem auch in meinem Namen transfeindlich zu schreien und dabei ausschließlich die Absicht zu verfolgen, eine eigene Programmatik zu begründen. So, jetzt kommen noch ein paar Textempfehlungen, die erspare ich euch. Genau, das ist von Prinzessin Lillifee im Übrigen, diese Rückmeldung. Ja, der primitivistischen Prinzessin Lillifee. Ja, also stimme ich eigentlich mit allem nicht überein, was so gesagt wurde. Also eigentlich würde ich so ziemlich allem widersprechen. Boah, es fällt auch echt schwer, dazu noch was zu sagen. Also, das ist eigentlich recht selbsterklärend. Also ein paar Punkte, die mir gerade so aufgefallen sind, ist zum einen, dass ich nicht sonderlich viel von Texten halte, die sich nur darüber selbst erhalten oder Sinn entfalten, indem man die vorherigen Auseinandersetzungen mit einem bestimmten Teilthema des Textes auch gelesen haben muss. Deswegen, also wenn man es so niederschreibt, dann sollte man das auch in dem jeweiligen Text so begründen können und nicht einfach darauf verweisen, dass es ja in einer anderen Stelle des Zündlumpens behandelt wurde. Und ich meine, die Kritik, dass man auf Fürsprecher wie uns verzichten kann, an sich finde ich es legitim, das zu sagen an anderer Stelle. Also wenn wir jetzt uns irgendwie groß herauskehren würden als jetzt die Verteidiger von Transpersonen oder so, da immer uns in die erste Reihe stellen und was weiß ich tun würden, dann würde ich auch sagen, okay, das ist halt ein bisschen drüber, ne? Aber wir haben es ja nur jetzt an dieser einen Stelle mal erwähnt, weil es ja offensichtlich, der Zündlumpen sagt es ja sogar selbst im Prinzip. Er sagt ja selbst, dass es transfeindlich ist, was er schreibt. Ja, außerdem war jetzt der Punkt mit, es interessiert mich nicht, die Wohne auch einfach so absurd, dass wir darüber gelacht haben. Genau. Wir finden es nicht lustig, wenn Transleuten die Hormone weggenommen werden. Ne? Im Gegenteil. Ja, also im Endeffekt interessiert es mich auch einfach nicht die Bohne, was Prinzessin Lillifee dazu denkt. Okay, cool. Ja, dann lassen wir das einfach so stehen. Okay, dann haben wir jetzt den wütenden Primitivisten-Mob abgehandelt. Yo, dann kommen wir zur nächsten Fragepunkt, und zwar greifen wir hier nochmal zurück auf die Anarchismus- und Maoismus-Folge. Da waren wir in einem kontinuierlicheren Gespräch mit Marx Musterfrau und da ging es um die Causa TKP ML. Weiß nicht, vielleicht willst du da was zu sagen? Ich meine, du hattest das ja auch selber in deiner Rückmeldung nochmal geschrieben. Es ist sehr verwirrend, wenn man sich nicht länger damit auseinandergesetzt hat, wer jetzt sich von wem abgesplittert hat, welche maoistische Partei von den Maoistinnen selber als die maoistische angesehen wird und was Eigenbezeichnung ist, was tatsächlich dann in der Politik sich äußert, und es ist alles sehr verwirrend. Ja, und ich glaube, du hast jetzt auch gerade die Nachricht vorliegen, dass du nochmal ganz klar sagen kannst, was wir jetzt da eigentlich falsch so gesagt haben. Okay, nochmal kurz für alle, die jetzt gerade nicht wissen, worum es geht.
Wir haben in unserem Anarchismus und Maoismus Podcast gesagt, dass die TKPML eine Abspaltung der TKPML sei. Das ist tatsächlich eine andere eine Organisation, die einfach anders geschrieben wird. Und weil wir da, wie Joshua das ja schon meint, nicht wirklich durchblicken, lese ich euch jetzt einfach nochmal vor, was die Expertin dazu geschrieben hat, die ein bisschen mehr Ahnung davon hat als wir. Also, du hast geschrieben, habe das Q&A gehört, die TKPML ist keine Absplitterung, Leute. Das sind die Genossen, die Volkskrieg führen in der Türkei. Die haben sich gespalten in TKPML und TKP-ML. Und beide sind riesige Parteien an der Waffe. Die TKP-ML an der Waffe in Nordostsyrien und die TKPML führt den Volkskrieg in der Türkei. Beide sind nämlich maoistisch. Die haben sich abgespalten aus einer Partei, die seit Jahrzehnten kämpft, aber beide begreifen sich jetzt maoistisch. Uns ist das immer noch relativ unklar, aber vielleicht bringt euch das ja weiter. Kommen wir zur nächsten Rückmeldung, die ist auch noch zu dem Maoismus-Thema, und zwar, ob ihr noch auf den Sprung nach vorne eingeht und wie ihr das bewerten würdet. Das haben wir tatsächlich so ein bisschen verpasst, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass der Sprung nach vorne jetzt für mich, wie ich es gesehen habe, nicht irgendwie ein zentrales Element maoistischer Theorie war. Also jetzt nochmal kurz zur Erklärung, der große Sprung nach vorne, das war die Wirtschaftspolitik in Maos China, die, ich glaube, das war in den 50er Jahren bis Anfang 60er Jahre ging und das war die Zeit vor der Kulturrevolution. Ja, und der große Sprung nach vorne, von dem, wie ich es wahrgenommen habe, hat nicht so gut funktioniert. War nicht so ein großer Sprung nach vorne. Ich habe da aber auch wirklich wenig zu gelesen. Und soweit ich das weiß, hat das zum einen zu einer Deindustrialisierung geführt, aber obwohl das eigentlich eine Industrialisierung angestrebt hatte, aber vor allem das Problem war, dass, ich glaube, das ist die bekannteste Geschichte, ganz viel altes Agrargerät eingeschmolzen wurde, um Industriestahl zu fertigen für die Industrialisierung. Und dieser Stahl dann in diesen ganzen Lehmöfen, die auf dem Land massenhaft gebaut wurden, um dann die Quoten der Kader zu erfüllen, total minderwertig war und gar nicht weiter genutzt werden konnte in vielen Fällen. Was dann aber dazu geführt hat, dass eine Hungersnot ausgebrochen ist, dadurch, dass die Leute kein Farmgerät mehr hatten, keine Agrarwerkzeuge. Wie gesagt, da steckt sicherlich noch mehr hinter und ich habe mich da nur sehr rudimentär mit beschäftigt. Ja, dabei bleibt es dann auch leider als Rückmeldung. Ich kann da auch nicht mehr viel zu sagen. Dann kommen wir zum nächsten, und zwar von Viritus. Beim letzten Podcast über den Primitivismus habe ich mir eine Frage gestellt. Wie würde eine Verteilung von Medikamenten für unter anderem eher seltenere Krankheiten wie beispielsweise Epilepsie, HIV etc. in einer speziell anarcho-kommunistischen Gesellschaft aussehen? Also ich sehe da tatsächlich in der Verteilung kein großes Problem. Ich hatte mich letztens noch mal ein bisschen mit so Biohacking beschäftigt und fand das eigentlich recht spannend, dass da werden ja versucht, Patente bei zu umgehen, also dass Leute Medikamente herstellen, um halt diese Industriepatente zu umgehen. Teilweise werden dann aber auch einfach Medikamente, die patentiert sind, dann selber einfach in Hinterhoflabors hergestellt. Und so wie es mir scheint, ist, wenn die Patentierungen aufgehoben werden und die Produktionsmittel in den Händen der werktätigen Massen sind, dass es eigentlich kein großes Problem sein sollte, ausreichend Medikamente für auch seltene Krankheiten herzustellen. Mit der ganzen Arbeitskraft, die frei wird, wird es sicherlich auch möglich sein, viel mehr Energie in die Erforschung von neuen Medikamenten zu stecken, weil da gar nicht mehr Profit als Triebfeder, als Antrieb genutzt werden muss oder das dann einschränkt. Ich finde auch speziell da nochmal die Frage des Patents relevant, weil, naja, wir haben ja heute den Zustand, dass eben speziell in den Ländern, die sag ich mal, als dritte Welt bezeichnet werden, da haben wir wirklich ein ziemliches Verteilungsproblem wichtiger Medikamente, aber auch gerade da werden sie oft gebraucht. Und das sind ja alles Fragen, die eigentlich quasi automatisch durch die soziale Revolution und mit der Etablierung einer anderen Gesellschaftsform vorübergehen würden. Von der reinen Ausgabe her würde ich eben sagen, macht es weiterhin Sinn, dass das so in der Übersicht von
in Anführungsstrichen Fachleuten ist, also dass halt eher Ärztinnen und alle Leute, die damit zu tun haben, eine möglichst gerechte Verteilung garantieren. Da wird es sicherlich ja verschiedene Räte geben in diesen Arbeitsfeldern, wo eben genau das koordiniert werden würde. Okay, jetzt kommen zwei persönliche Fragen an uns beide von der Michel. Und zwar einmal ist die Frage, wie wir unser Geld in den aktuellen Zeiten verdienen. Ja, also bei mir war das so, dass durch Corona meine Lohnabhängigkeit stark eingeschränkt wurde. Ja, ich konnte meinen vorherigen Job nicht mehr so stark ausüben, der im sozialen Bereich war. Ja, und nebenbei habe ich dann mal immer irgendwas gemacht. Ich habe auch eine Zeit lang, das war absolut furchtbar, für einige Wochen bei Picknick ausgeliefert. Da wurde ich dann aber auch wegen rebellischem Verhalten rausgeworfen. Ganz, ganz schlimme Kiste. Also wenn ihr mal diese kleinen Wagen seht, dann denkt daran, dass die keine Knautschzone haben und richtig beschissene Bremsen. Und witzigerweise, die Dinger können in der Kurve umfallen. Also wenn die zu hoch parken oder man zu schnell in der Kurve fährt. Ganz große Scheiße. Ja, aber das war noch sowas, so ein Job, womit ich mich ein bisschen über Wasser gehalten habe. Aber ja, ansonsten hoffentlich die Spenden vom Podcast. Ich meine, das ist ja das, wofür ich das mache. Ist auch nur eine Lohntätigkeit, ne? Ja. Das war übrigens Ironie, falls ihr das nicht durchschreien. Die ganzen Störgeräusche. Ja, ist wirklich schlimm, tut uns leid dafür, aber es geht leider nicht anders auf Distanz. Bei mir ist es so, dass ich Hartz IV beziehe. Das ist natürlich ein Bereich, der jetzt von der aktuellen Zeit unangetastet ist. Allerdings habe ich immer Minijobs, also Nebenjobs gemacht. Ich habe jetzt lange Zeit in einer Einrichtung für Betroffene von Spielsucht und Medienabhängigkeit gearbeitet. Und das ist jetzt halt zum Beispiel weggebrochen bei mir. Genau, insgesamt ist es eigentlich so, dass wir auch finanziell doch schon gelitten haben jetzt in der Zeit. Oh ja. Also das ist wirklich so, wie wir bisher gelebt haben, schon, dass noch das weiter funktioniert, aber mit, ja, schon sehr eng. Und die zweite persönliche Frage ist, hättet ihr irgendwelche Literatur, können auch Romane sein, die ihr mögt und empfehlen könnt? Was sind Eigenschaften, die ihr an euch mögt und weniger gut findet, vielleicht auch hasst? Welche Laster umgeben euch und wo seht ihr euch in 10 Jahren? Ernst gemeint. Okay, das ist eine ganz schöne Menge. Okay, vielleicht, wir probieren es mal einen Schnelldurchgang zu machen, damit es nicht allzu ausartet. Deine jetzt aus dem Kopf Literaturempfehlung. Literaturempfehlung aus dem Kopf. Für ja, einen englischsprachigen Roman würde ich eben Dune mal ans Herz legen. Richtig guter Science-Fiction-Roman. Ich fand auch die Welt mit verschiedenen Planeten und vor allem den Wüstenplaneten Dune selber dann sehr schön gezeichnet. Einfach interessante Welt, die aufgebaut wird. Deutschsprachig. Wenn du nichts mehr hast, dann werfe ich was Deutschsprachiges in den Raum, und zwar lese ich gerade Eragon. Es ist ein Science-Fiction-Roman, ein Fantasy. Genau, ein Fantasy-Roman, oh Gott, wie bin ich durch, den ich in meiner Kindheit gelesen habe und den ich jetzt nochmal gerade komplett durchgelesen habe, und es ist wirklich mega geil, ich kann es euch nur empfehlen. Es geht eben um Drachen und Drachenreiter. Genau, also es ist wunderschön geschrieben und kann es euch nur empfehlen, sehr spannend, falls ihr auf Fantasy steht. Okay, was sind Eigenschaften, die ihr in euch mögt und weniger gut findet, vielleicht auch hasst? Also ich glaube, mir wird immer nachgesagt, dass ich sehr gut in Situationen ruhig bleiben kann, dass ich ein sehr ruhiger und besonnener Mensch bin. Ja, aber genau das kann auch sicherlich manche Leute aufregen, weil ich dann einfach zu 100% mein Ding durchziehe. Also ich bin jetzt kein Egoman oder so. Nicht, dass ich jetzt irgendwie empathielos auf Leute reagiere, aber ich habe schon auf jeden Fall meinen eigenen Kopf, und in vielen Situationen kann ich das ausschalten, aber gerade wenn ich Leute sehr gut kenne, dann bin ich manchmal etwas zu ruhig und besonnen, und das kann Leute aufregen. Bei mir ist es mein Gespür für Menschen. Also ich würde von mir sagen, dass ich ein sehr gutes Gespür für Menschen habe, Stimmung wahrzunehmen, Atmosphären wahrzunehmen. Und das finde ich auf der einen Seite ziemlich cool und mag das auch an mir. Und es ist ja auch eine sinnvolle Fähigkeit, um gut auf Menschen eingehen zu können und gut auf Menschen eingehen zu können. Aber andererseits ist es auch eine Sache, die sehr anstrengend ist, die sehr kräftezehrend sein kann, von daher auch einem durchaus mal im Weg stehen kann, wo man sich dann eher so ein bisschen zurückzieht. Trägst die große Last dieser wunderbaren Fähigkeit. Passt dann ja auch, welche Laster umgeben euch? Welches Laster umgibt denn dich?
schwammig erstmal ausgedrückt. Ich glaube, ich habe schon so eine Vorliebe für gefährlichere Situationen. Oder ich glaube, ich begebe mich manchmal etwas unkritisch und ohne nachzudenken, weil ich gerade einfach Lust habe in gefährliche oder dumme Situationen. Und ich tendiere dann dazu, auch manchmal diese Fehler zu wiederholen. Ansonsten halt das Übliche, würde ich sagen. Ich bin da nicht besonders, dass mich viele Laster umgeben. Außer vielleicht, dass ich sehr gut da drin bin, Sachen aufzuschieben. Also ja, ich bin schon typisch in dem, den Tag vor für die Prüfung lernen, Aufgaben nicht direkt erledigen. Also für mich ist es, glaube ich, so ein bisschen so die Verzweiflung über diese Welt. Also in dem Sinne, dass es, was ich auch wieder eigentlich eine schöne Sache finde, also bewusst diese Welt zu sehen und auch die Zustände wahrzunehmen und darüber auch verzweifeln zu können, finde ich nicht immer schlecht. Aber es ist trotzdem auch ein Laster, was auch einschränkend sein kann, natürlich. Wenn man davon nicht richtig abschalten kann, ne? Und es ist ja auch schwierig, von dieser Welt abzuschalten, weil sie so kaputt und so wahnsinnig letztendlich ist. Ich weigere mich eben auch dagegen, ganz bewusst bestimmte Dinge zu tun, die mir helfen könnten, vielleicht davon abzuschalten, was eben viele Leute machen, sich irgendwie wegzubeamen mit Drogen oder so, was ja auch verständlich ist angesichts dieser Zustände. Aber mir ist es eben wichtig, dieses Bewusstsein darüber aufrechtzuerhalten und mich damit auch zu konfrontieren. Aber das hat eben auch seine Schattenseite. Wo seht ihr euch in 10 Jahren? Du wirst aber auch wirklich immer pathetischer, desto weiter wir entfernt sind. Außerdem müssen wir noch klarstellen, du bist nämlich nicht straight edge, nicht? Dass du jetzt so wirkst, wenn ich den leckeren Kaffeelikör mitbringe, dann genießt der Brudi den ja auch ab und zu, ne? Jo. Kommt er auf einmal mit seinem kleinen Pinnchen in das Zimmer. Gut, aber drogenkritisch bin ich schon. Aber Ja, drogenkritisch, ich habe ja. mich noch nie als Straight Edge bezeichnet. Also das ist, man braucht nicht für alles eine Identität so. Ja, das wär viel zu zähnig. Das ist der Brudi ja nicht. Das ist ja Proletarier, klassenbewusst. Aber ja, die letzte Frage. Also, wo sehe ich mich in 10 Jahren als erfolgreicher Revolutionär im revolutionären Kernland des nordrhein-westfälischen Volkskriegs im Sauerland? Und ich gebe die Befehle dieser Armee. Oh, immer einmal mehr als du. Nee, ohne Scheiß, also finde ich echt schwer darauf zu antworten. Da habe ich kein konkretes Bild. Also ich hätte eher ein Bild von wo ich mich so gegen Lebensende sehe. Da sehe ich mich in einem Zustand, in einer Wohngemeinschaft mit Gleichgesinnten, auch mit jüngeren Leuten, mit Kindern, mit Familien, wo man sich zusammensteht, wo man zusammen solidarisch ist und bis ins hohe Alter eben aktiv zu sein, auch die Erfahrungen, die man gesammelt hat, weitergibt. Und eben, dass man nicht so isoliert ist im Alter. Das ist für mich eben so wichtig. 10 Jahre, das ist so ein Zeitraum, das ist schwierig zu sagen, finde ich. Aber auf Letzteres probiere ich auf jeden Fall auch in gewisser Weise auch hinzuwirken. Ich glaube, was bei mir auch wirklich diese Planung verringert hat oder dieses nach vorne schauen, ist jetzt, dass man sowas wie Corona, das konnte man einfach nicht absehen. Und das hat zumindest bei mir jetzt echt eine Menge aus der Bahn geworfen, das so abzuschätzen. Schon alleine, dass der Podcast dadurch entsteht, schwierig. Maximal vielleicht noch so, dass die Projekte, die ich gerade im Kopf habe, die ich gerade dabei bin zu realisieren, dass die eben erheblich größer sind, dass die ganzen Strukturen so, die man aufgebaut hat, dass die ja nochmal an einem völlig anderen, sehr weitreichenderen Punkt stehen. Das ist vielleicht auf jeden Fall nochmal was ich hoffe, wo wir in 10 Jahren sind. Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Die ist etwas trashig. Und zwar ist die von der Freien Arbeiterunion Düsseldorf. Oh Gott, ah ja, jetzt weiß ich, was kommt. Ja, lies vor. Wie kommt es, dass die Stalinisten von Red und ihr von über Tage den gleichen Musikgeschmack habt? Dieser Star. Dann haben wir darauf irgendwie entgegnet, dass uns schwerfällt, die Frage ernsthaft zu beantworten, weil sie so skurril ist. Und dann haben wir es irgendwann doch getan. Dann, naja, es gehört bzw. bezieht sich positiv auf den roten Aufbau. Er ist also Stalinist. Wenn er euch dir musikalisch, lyrisch gefällt, dann sollte euch dich das zum Nachdenken über Kunst, Kultur und den Transport von Inhalten zum Nachdenken bringen. Was ist es also, dass dir euch an der Musik Lyrics eines bekennenden Stalinisten gefällt? Schließlich hört ihr du ja auch nicht Störkraft.
das Beispiel hinkt, weil völlig anderes Musikgenre. Und PS, Deutschrap jenseits der Fanta 4 und Anarchist Academy ist übrigens eh nicht meins. Darum beschäftige ich mich nicht detaillierter damit. Ja, das merkt man auch ein bisschen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen ernsthaft darauf zu antworten. Also erstmal hinkt der Vergleich mit Störkraft ganz schön, weil selbst mit einem recht kaputten Stalinisten habe ich ja inhaltlich noch ein bisschen mehr gemein als mit einem bekennenden Nationalsozialisten. Häufig ist es ja jetzt auch keine Abhandlung über Stalins direkte Politik in der Sowjetunion, die in den Songs wiedergegeben wird, sondern häufig auch ein recht basales Klasse gegen Klasse, was so eine thematische Leitlinie bildet. Und deswegen gibt es auch verschiedene andere, aber ich will jetzt Desaster nicht als stalinistischen Künstler bezeichnen. Ja, eben. Aber gibt es ganz viele stalinistische KünstlerInnen, die ich mir anhören kann, einfach nur wegen dieser Grundthematik. So, aber bei Desaster irgendwie zu sagen, dass sich da stalinistische Thematiken durchziehen, ist einfach absurd. Also, ich weiß, das ist jetzt so ein Punkt, wo ich nicht mehr ernsthaft darauf antworten kann, das so zu sagen. Also, nee. Ja, also ich kenne tatsächlich, also dieser Star ist für mich so mein absoluter Lieblingsrapper und ich verfolge den eben seit Jahren in Interviews und ich habe eigentlich alles von ihm gehört, bis auf vielleicht ein paar ganz alte Sachen. Ja, und da sind ja auch die Vorwürfe. Also bei ganz alten Sachen, da gibt es dann was, wo ihm verkürzte Kapitalismuskritik diese schreckliche Phrase vorgeworfen wird. Oder ja, Antisemitismus oder halt auch stalinistische Lyrik. Aber das ist auch was ich bis jetzt, also ich habe einfach die alten Sachen nicht gehört und soweit ich das weiß, hat er sich auch davon distanziert und dementsprechend ist mir das auch recht egal, wenn ich ihn jetzt höre. Ja, und mit alten Sachen, das meint halt tatsächlich Sachen, die du vielleicht noch irgendwo auf YouTube findest, aber die nicht offizieller Teil seiner, was du sonst so hören kannst auf Spotify oder so ist. Also da musst du schon graben in Sachen vor über 10 Jahren, so, ne, in etwa. Seine Inhalte sind definitiv sehr freiheitlich gesinnt, sowohl in Interviews als auch in seinen Songs und seinen Lyrics. Natürlich gibt es da Sachen dabei, einzelne Sätze und einzelne Punkte, die ich nicht teile oder die ich anders sehen würde. Aber ganz allgemein nochmal dazu. Das hatten wir dann auch schon hier im Chat, die ihr euch geantwortet. Also wahrscheinlich gibt es 1000 Sachen, die ich mit irgendwelchen Stalinisten teile oder auch mit irgendwelchen Nazis teile. Was weiß ich? Was machst du da? Hallo? Ja, was? Was machst du da? Ich mach nichts. Du hast so geschabt. Nein, alles gut. Mach weiter. Ja, Junge. Mach einfach weiter. So, also wenn ich jetzt ein Eis esse oder wenn ich jetzt irgendwie irgendeine andere Musik höre, die auch irgendwelche Stalinisten hören, also das ist ja völlig absurd. So, da kann man ja alles heranziehen. Und auch im Allgemeinen jetzt noch weitergehend, wenn man jetzt das nicht so explizit so formuliert, wie du ihr das tut, wir hören echt viel krassere Sachen als dieser Star so. Jetzt ist eine Vorlage geliefert. Wo man echt viel eher Kritik anbringen könnte, aber da würde ich auch sagen, tret bitte die Person vor, die nur politisch korrekte Musik hört. Also die wirklich sowohl lyrisch als auch von den Personen her und so weiter das macht. Und selbst wenn du das denkst, dass du das tun würdest, stimmt's oft nicht. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte erinnert, Wolfdown, das war so eine anarchistische Hardcore-Band. Und die haben wirklich so Anarchismus so richtig offensiv vertreten. Eine der ganz, ganz wenigen Bands mit auch einer gewissen Reichweite aus Deutschland. Und die gibt's jetzt halt nicht mehr, weil dann Vergewaltiger in der Gruppe war und die anderen den verteidigt haben. Die Band sich dann aufgelöst hat aufgrund der berechtigten Vorwürfe an dieser Band. Und das zeigt ja einfach, selbst wenn du dann die politisch
richtig korrekten Leute, wo du denkst, okay, wow, die machen richtig coole Musik, inhaltlich und so weiter, die müssen auch cool sein, kann es selbst dann immer sein, dass das die größten Schweine sind, so in etwa, ne? Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man nicht über sowas diskutieren kann, irgendwie jetzt über irgendwie Lyrics von Haftbefehl diskutieren kann. Ja, aber ist, auch über aber inhaltliche Linien. So, man kann ja auch anmerken, dass wir mit manchen Roten viel Zugnahme auf manche Sache teilen, beispielsweise jetzt auf Fußball, Kampfsport, Aussehen und Musikgeschmack. Das ist ja auch in Ordnung, das anzumerken, aber da irgendwie eine Rechtfertigung von uns für zu erwarten, ist halt einfach absurd, weil an sich ist an den Sachen halt nichts Verwerfliches dran. Nur, dass es jetzt beispielsweise von Stalinisten eine stärkere Bezugnahme auf proletarische Kultur gibt als von der anarchistischen Szene. Das war aber historisch nicht immer so. Das ist jetzt was, was sich so in der linken Subkultur rausentwickelt hat. Und das ist für mich keine direkt politische Frage, sondern vor allem eher eine Geschmacksfrage. Aber gut, ich meine, du kannst ja zum Beispiel unseren Podcast zu Anarchismus und Maoismus hören, da kannst du dann unsere Position zum Autoritärkommunismus auch hören, dass wir in der Lage sind, differenziert darüber eine Kritik zu liefern und aber das eben nicht komplett plump einfach nur tun und einfach nur sagen, Massengrab, dies, das. Und wenn dir das nicht reicht, dann sind wir jetzt halt irgendwie die Bösen, die Leute, die irgendwie die reine Idee verwässert haben darüber, dass sie vielleicht möglicherweise im verborgenen Stalinisten hören. Ja, keine Ahnung. Stalin-Mao, wie auch immer. Das war's, würde ich sagen. Jo. Kann ich endlich hier aus meinem Tonstudio auf dem Klo, wo ich mich eingesperrt habe, rausgehen? Ja, wie gesagt, sorry nochmal für die Qualität, aber ja, wenn man das über Internet aufnehmen muss, dann ist das alles super optimal. Bald sind wir wieder nah beieinander und dann wird alles wieder besser. Und da freuen wir uns natürlich auch schon drauf. Ja, da freuen wir uns sehr drauf. Ich vermisse dich auch. Ich dich auch. Okay. Dann Glück auf. Auf Wiedersehen. Bis dann. Glück auf. Tschüss. Tschüss.